Im August haben sich viele Wirtschaftsindikatoren weiter eingetrübt, aber die Inflation kommt dennoch nur langsam zurück. Sowohl Aktien als auch Anleihekurse haben daher nachgegeben. Wie wir die Entwicklung einschätzen, möchten wir Ihnen im Folgenden zusammenfassen. Und damit herzlich willkommen zu unserem monatlichen Videokommentar zur APO-Strategie. Seit mehreren Monaten zeigen die Einkaufsmanager-Befragungen eine Schrumpfung des Industriesektors in Europa, in den USA und in Teilen Südamerikas. In China und Japan stagniert die Industrie lediglich. Allerdings war der Dienstleistungssektor in den meisten Ländern bis Juli noch auf Wachstumskurs und sorgte auch für ein gesamtwirtschaftliches Wachstum. Die jüngsten Zahlen für August trübten das Bild aber ein. Nicht nur, dass sich die Lage der Industrie weltweit weiter verschlechtert hat. Auch Dienstleister geraten zunehmend unter Druck. In Europa dürfte der Dienstleistungssektor derzeit sogar schrumpfen. In den USA beobachten wir eine Stagnation. Aufgrund dieser und anderer Daten erwarten wir, dass Deutschland und der Euroraum in der zweiten Jahreshälfte erneut eine Rezession erleben werden, wenn auch eine relativ milde. Den USA könnte dagegen das Kunststück einer sanften Landung gelingen, bei der Inflation und Wachstum sinken, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Japan, China, Indien und Schwellenländer in Lateinamerika dürften derweil stabiles Wachstum vorweisen. Wir sollten unser Bild auf die Weltwirtschaft also nicht übermäßig von den schlechten Daten aus Deutschland einfärben lassen. Dafür ist Deutschland einfach von zu geringer Bedeutung für die globalen Finanzmärkte. Neben dem Wachstum ist die Inflation das zweite Sorgenkind für Ökonomen. Im Euroraum ist die Inflation im Juli auf 5,3% gesunken und dürfte im August weiter nachgegeben haben. Damit ist sie aber natürlich nach wie vor viel zu hoch. In den USA liegt Inflation zwar nur noch bei 3,2%, sie ist zuletzt aber noch einmal leicht angestiegen. Dadurch haben sich die Sorgen verhärtet, dass trotz der bisherigen Erfolge das Erreichen des 2%-Ziels noch eine große Herausforderung bleibt. Marktteilnehmer erwarten zunehmend, dass die Leitzinsen zwar kaum noch steigen, aber für längere Zeit auf den derzeit hohen Niveaus gehalten werden. Das ist eine Einschätzung, die wir auch teilen. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, hält die Zukunft doch eher Zinssenkungen parat. Wir bleiben daher bei unserer Empfehlung, Anleihen überzugewichten. Die jüngsten Renditeanstiege nutzen wir, um das Übergewicht in US-Staatsanleihen noch weiter auszubauen. Dafür reduzieren wir unsere Kassenquote auf ein Minimum. Innerhalb des Rentensegments bevorzugen wir Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität. Im Aktiensegment bleiben wir leicht untergewichtet. Die gerade in den USA hohen Kurse sind gefährdet. Erstens aufgrund konjunktureller Risiken und zweitens, weil ein Rückgang der Inflation voraussichtlich auch einen Rückgang der Profite mit sich bringen wird. Wir gewichten neben dem US-Markt auch den europäischen Markt unter, da der Wirtschaftsausblick hier am schwächsten ist. Die Region Asien-Pazifik stufen wir von Übergewichten auf neutral herab. In vielen Ländern der Region, insbesondere in Indien, ist der Ausblick zwar nach wie vor sehr gut, aber die Region wird dominiert von China. Und die dortige Regierung lässt trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu wenig Bereitschaft erkennen, ernstzunehmende Stützungsmaßnahmen oder Reformen einzuleiten. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.